Wie Salz ein Held der Energiewende werden kann? Das erklären wir euch jetzt. Salz hat nämlich Superkräfte und kann damit das wichtigste Problem der grünen Energiegewinnung lösen. Denn Salz kann grünen Strom speichern und könnte damit sogar die schmutzigsten Kohlekraftwerke zu sauberen Stromfabriken machen. Warum ist das so wichtig? Bis 2035 müsste Deutschland klimaneutral werden, wenn wir die Erderwärmung bremsen wollen. Das heißt, wir dürfen dann nur noch so viel klimaschädliche Treibhausgase in die Luft blasen, wie unsere Natur auch wieder binden kann. CO2 ist zum Beispiel so ein Treibhausgas, das wir reduzieren müssen. Bei der Stromerzeugung entsteht besonders viel CO2, zum Beispiel wenn Kohle verbrannt wird, um Energie zu erzeugen. Ziel der Energiewende ist deshalb, dass wir möglichst bald nur noch Strom produzieren, ohne dabei gleichzeitig viel CO2 auszustoßen. Das geht mit Energie aus Wind, Sonne, Erdwärme, also Geothermie oder Biogas. Wie man diese erneuerbaren Energien einfängt, wissen wir mittlerweile. Es wird seit Jahrzehnten erforscht und die Technologien werden laufend weiterentwickelt. Damit wir aber komplett auf grünen Strom umsteigen können, müssen wir ihn auch im großen Stil auf Vorrat speichern können. Das ist momentan die eigentliche Challenge. Und dabei könnte Salz eine wichtige Rolle spielen. Aber warum überhaupt Energie speichern? Die Sache ist die: In Wind und Sonne steckt enorm viel Energie. Aber eben nicht die ganze Zeit. Es gibt Tage mit mehr und Tage mit weniger Wind. Und genauso auch Tage und natürlich Nächte ohne Sonne. Deshalb schwankt die Energieerzeugung bei Solar und Wind. Das ist ein großes Problem. Nicht nur, weil wir ja zu jeder Tages- und Nachtzeit Strom haben wollen, sondern auch für unser Stromnetz. In unserem Stromnetz fließt Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Nur dann ist das Netz stabil. Wird plötzlich viel mehr oder viel weniger Strom erzeugt oder verbraucht, verändert das die Frequenz. Dann kann das Netz instabil werden. Im Extremfall bricht es zusammen. Stromausfall. Diese Gefahr steigt, wenn der Anteil an grünem Strom mehr wird, weil Solar- und Windkraft eben mal mehr und mal weniger Strom liefern. Bei Strom aus Kohle, Gas und Atomkraft kann das nicht so leicht passieren. Er fließt stetig und planbar. Aber diese Energiequellen wollen wir ja auch nach und nach abschalten. Deswegen müssen wir die Energie aus Wind und Sonne speichern, damit konstant Strom fließt und nicht nur schwankend. Salz könnte uns helfen, diese grüne Energie zu speichern. Denn die heutigen Speichertechniken reichen noch nicht aus. Bisher gibt es zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Ist Strom im Überfluss im Netz, pumpt das Kraftwerk mit dieser überschüssigen Energie Wasser aus einem Speichersee nach oben in ein anderes Becken. Wenn Strom gebraucht wird, lässt man das Wasser durch Rohre im Berg wieder nach unten stürzen und treibt damit Turbinen im Kraftwerk an, die dann wieder Strom erzeugen. In Deutschland gibt es ungefähr 30 davon. Viel mehr können es aber auch nicht werden. Das liegt an der Topographie, also der Form unserer Landschaften. Eine andere Möglichkeit sind riesige Batterien, aufgeladen mit überschüssiger Wind- und Solarkraft. Batterien haben den Vorteil, dass sie in Millisekunden reagieren und Schwankungen im regionalen Stromnetz ausgleichen können. Aber nur auf Batterien können wir uns auch nicht verlassen. Die Technologie ist teuer und kompliziert. Außerdem braucht man viel Lithium dafür und der Abbau ist leider nicht gerade umweltfreundlich. Eine neuere Idee will die Technik von Kohlekraftwerken nutzen. Die sind unsere schmutzigsten Energielieferanten. Und sie könnten dann sogar zu den wichtigsten grünen Energiespeichern werden, in Verbindung mit den Wunderkräften von Salz. Bisher funktionieren Kohlekraftwerke so. Erst muss die Kohle abgebaut werden. Dann wird sie verbrannt. Durch diese Wärme wird Wasser erhitzt. Der entstehende Wasserdampf treibt dann wiederum Turbinen und Generatoren an. Und das erzeugt schließlich Strom.
Diese nötige Hitze für den Dampf könnte in Zukunft aber auch ohne Kohlenfeuer erzeugt werden. Und dann kommt endlich das Salz ins Spiel. Tanks voll mit superheißem flüssigem Salz könnten die nötige Hitze liefern. Dieses Flüssigsalz wurde nämlich vorher mit überschüssigem grünem Strom aufgeheizt. Und wenn später dann Strom gebraucht wird, kann die gespeicherte Wärme wieder Wasser erhitzen und Strom erzeugen. Flüssigsalz wird also zum Zwischenspeicher. Hitze in großen Mengen zu speichern ist gar nicht so einfach, aber Salz macht's möglich. In diesen Tanks sind 100 Tonnen Salz, und zwar in flüssiger Form. Es ist so heiß, dass es bereits geschmolzen ist. Geschmolzenes Salz habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen, aber das Phänomen kennen wir ja alle. Eis zum Beispiel schmilzt bei 0 Grad Celsius zu Wasser, wird also von fest zu flüssig. Bei Schokolade liegt der Schmelzpunkt schon höher, so ungefähr bei unserer Körpertemperatur. Und bis Salz schmilzt, muss man es noch viel weiter erhitzen. Dieses Salz in den Versuchstanks von den ForscherInnen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hat immer mindestens 300 Grad. Dann ist es flüssig. Es ist aber nicht das Salz, was wir aus der Küche kennen. Denn unser Kochsalz, Natriumchlorid, schmilzt erst bei 800 Grad Celsius. Die ForscherInnen hier verwenden eine Mischung aus verschiedenen Nitratsalzen. Die haben einen niedrigen Schmelzpunkt und sind deshalb einfacher zu verwenden. Und dieses Salz hat erstaunliche Superkräfte. Erstens, es kann viel Wärme speichern. Etwa dreimal so viel wie Wasser. Zweitens, es bleibt stabil, auch wenn es mehrere hundert Grad heiß ist. Und drittens, es gibt kein anderes Material, das sich bei so hohen Temperaturen so einfach verwenden lässt. Es ist flüssig, also kann man es dorthin pumpen, wo man es braucht. Außerdem baut es keinen Druck auf, auch wenn man es so stark erhitzt. Man bräuchte also keine teuren Drucktanks mehr. Und hinzu kommt, Nitratsalze sind ein weltweit verfügbares, ungefährliches und günstiges Material, das sowieso nicht ständig nachgefüllt werden muss. Wenn der Tank einmal voll ist, kann es dann quasi unendlich oft aufgeheizt und abgekühlt werden. In Zukunft könnten dann ehemalige Kohlekraftwerke mit solchen Flüssigsalz-Wärmespeichern umgerüstet werden. Sie wären dann ein Puffer, der die Schwankungen von Wind- und Sonnenenergie ausgleicht. Aus den Speichern kann dann auf Knopfdruck wieder grüner Strom fließen. Weiterer Pluspunkt: Die bisherigen Flächen und ein Großteil der teuren Anlagen könnten sinnvoll weiterverwendet werden. Sogar die Anbindung ans Stromnetz wäre schon da. Die Technik steht also schon bereit. Und Salz ist drauf und dran, zu einem wichtigen Verbündeten in der Energiewende zu werden. Jetzt muss ich nur ein passendes Kraftwerk für eine Pilotanlage finden. Welche Art von Stromerzeugung findet ihr denn am besten? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und wie jeder von uns mit Humus gegen den Klimawandel kämpfen kann, das erfahrt ihr hier. Wenn ihr jetzt kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal.